Starts und Landungen. Ihre Zahl hat sich in den letzten 10 Jahren allein auf den deutschen Flughäfen nahezu verdoppelt. Denn die Zahl der Flugreisenden nimmt ständig zu. Der Himmel wird immer voller. Wie der Verkehr auf der Erde über Straßen und Schienen rollt, fliegen die Flugzeuge auf Luftstraßen, die sie nicht verlassen dürfen. Ständig überwacht und gelenkt von den Bodenstationen der Flugsicherung. Aufgrund der geringen Ost-West-Ausdehnung der Bundesrepublik und um ein sicheres Fliegen auf den Luftstraßen zu gewährleisten, ist eine sinnvolle Gliederung des verfügbaren Luftraumes notwendig. Wir unterscheiden zwischen dem oberen und dem unteren Luftraum. Der untere Luftraum erstreckt sich vom Boden bis in etwa 7500 Meter Höhe. Hier wird überwiegend der Kurzstreckenverkehr, also auch der innerdeutsche Verkehr, abgewickelt. Im oberen Luftraum von etwa 7500 Meter Höhe bis nach oben unbegrenzt spielt sich der Langstreckenverkehr, also auch die Transatlantikflüge und überwiegend der militärische Verkehr ab. Im unteren kontrollierten Luftraum kontrolliert am Flughafen die Platzkontrollstelle, der Tower, den startenden und landenden Verkehr. Bis in etwa 50 Kilometer Entfernung um die Flughäfen ist die An- und Abflugkontrolle zuständig. Der Verkehr auf den Luftstraßen wird durch die Bezirkskontrollstelle gelenkt. Der Luftraum über der Bundesrepublik ist gekennzeichnet durch ein Netz von Luftstraßen, die alle nach einer Farbe und einer Zahl gekennzeichnet werden. So verläuft zum Beispiel eine der längsten und wichtigsten Luftstraßen, die Gelb 9, in der Fliegersprache Amber Niner genannt, von der Schweiz über Frankfurt, Hannover, nach Hamburg bis hinauf nach Skandinavien. Flughafen Frankfurt-Main. LH-026. Sie verkehrt im täglichen Liniendienst zwischen Frankfurt und Hamburg auf der Luftstraße Gelb 9. Wie arbeiten Cockpitbesatzungen und Flugsicherung vom Start bis zur Landung zusammen? Noch während LH-026 gewartet wird, besuchen Kapitän und Copilot die Flugberatungsstelle und melden ihren Flug an. Guten Morgen. Guten Morgen. Einmal die 026 nach Hamburg, bitte. Also Lufthansa 026, eine Boeing 727 von Frankfurt, Flight Level 240, Abflugstrecke 4 über Warburg, Luftstraße Amber 9 nach Hamburg. Ich habe Ihnen hier einige Notens zu zeigen. Da wäre als erstes in Hamburg das Fehlanflugverfahren für die Landebahn 23, das sich da geändert hat. Schauen Sie sich das mal an. Fernerhin, die Hamburger VOA hat die Frequenz gewechselt auf 117.9. Ja, haben wir noch was auf der Strecke? Da wäre noch eine Luftübung. Welche Höhe hat das die? Das beginnt erst bei Flugfläche 300. 300? Na, ich glaube nicht, dass das für uns zutreffen wird. 300 werden wir wohl kaum fliegen können heute. Ja. Also beginnt in 300 aufwärts, ja. Ach Gott, dann reicht das an für sich. Ja. Gut, wenn Sie den Das wäre dann alles. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Ja, schönen Dank. Wiederschauen. Der abgegebene Flugplan enthält alle wichtigen Angaben über den beabsichtigten Flug. Zum Beispiel Flugnummer, Flugzeugtyp, Startzeit, Reiseflughöhe, Funkrufzeichen und Zielflughafen. Per Fernschreiben gelangt der Flugplan zunächst in die Computerzentrale der Flugsicherung, wo er verarbeitet und an alle Flugsicherungsstellen zwischen Frankfurt und Hamburg weitergeleitet wird. Eine halbe Stunde vor Abflug geht die Besatzung der LH-026 an Bord. Unterdessen wurde der Flug bereits bei allen zuständigen Flugsicherungsstellen durch Kontrollstreifen, sogenannte Strips, angemeldet. Jeder Strip, ein angemeldetes Flugzeug, mit den wichtigsten Daten des geplanten Flugablaufs. LH-026 ist startbereit. Mike for ground, Lufthansa 026, calling for startup, we got information, Mike, position 01. Guten Tag, Lufthansa 026, you are clear to start and your ATC clearance is available. Come in, please. Der Co-Pilot bittet den Tower um die Erlaubnis zum Anlassen der Triebwerke
und um die Streckenfreigabe nach Hamburg. 120.15 when airborne. Er führt während des ganzen Fluges den Funksprechverkehr mit den Flugsicherungslotsen. Internationale Flugverkehrssprache, auch bei innerdeutschen Flügen, ist Fliegerenglisch. Good day. Wir haben hier zunächst um das Anlassen der Motore gebeten und dazu die Erlaubnis bekommen. Wir haben auch gleichzeitig unsere Luftstraßenfreigabe nach Hamburg erhalten. Wir werden entlang der Luftstraße A9 fliegen. Diese führt von Frankfurt etwa über Gießen, Marburg, an Kassel vorbei und Hannover über Nienburg nach Hamburg. Wir werden in 24.000 Fuß fliegen, das sind 7.300 Meter. Bitte Anti-Collision Light on. Rechts. Ja. Klar zum Anlassen? Klar zum Anlassen. Ja. Eins dreht. Number one go. Eins läuft. Number two. Release. Number three. Vom Anlassen der Triebwerke bis zur Landung in Hamburg steht die LH-026 in ständigem Funkkontakt mit den Kontrollstellen der Flugsicherer. Die Boeing 727 ist vom Fluggaststeig geschoben und zum Rollen bis zur Startbahn freigegeben worden. Mit ihr rollen gleichzeitig andere Flugzeuge zum Start. In den Spitzenverkehrszeiten, den Rush Hours, muss man sich anstellen. Sobald die vorausrollende Maschine gestartet ist, meldet der Co-Pilot LH-026 startklar. 026 startfrei, Startbahn 25 rechts, Wind 360 Grad 6 Knoten. Der Co-Pilot muss jede Anweisung wiederholen. Takeoff Power. LH-026 startet planmäßig zu ihrem 40-Minuten-Flug nach Hamburg. Einem Flug im unteren Luftraum. Jetzt, nach dem Abheben, ist nicht mehr der Tower, sondern die An- und Abflugkontrolle Frankfurt zuständig, die den gesamten Flugverkehr im Bereich des Flughafens kontrolliert. Wenige Minuten nach dem Start meldet sich hier der Co-Pilot vorschriftsmäßig an. Direct to the Lufthansa Hangar. Lufthansa 026 is calling. Guten Tag. 026, guten Tag. Steigen Sie ohne Beschränkung auf Flugfläche 80. Roger, up to flight level 80, Lufthansa 026. Roger, Lufthansa 026. Gleich nach dem Abheben hat sich Lufthansa 026 bei mir gemeldet und ich habe ihr Flugfläche 80 zugewiesen, was einer Höhe von ca. 2600 Metern entspricht. Diese Doppelstriche sind Flugzeuge, die wir Radarziele nennen. Hier Lufthansa 026. Sie fliegt auf dieser Strecke bis zur Luftstraße Gelb 9. In der Anflugkontrolle überwachen wir startende und landende Flugzeuge im Umkreis von ca. 50 Kilometern um den Frankfurter Flughafen. Jeder Kreis auf dem Radarschirm entspricht einer Entfernung von 10 nautischen Meilen. Hier in der Mitte die beiden parallelen Start- und Landebahnen mit ihrer Verlängerung nach Osten und Westen. Die kleinen Kreise sind Symbole für Funkfeuer, die Quadrate für Landeplätze, wie zum Beispiel Egelsbach. An- und Abflugkontrolle Frankfurt. Vor dem Radarschirm die Fluglotsen. In ständigem Funkkontakt mit den Flugzeugen, die sie zu betreuen haben. Neben ihnen die Assistenten, sie übermitteln alle An- und Abmeldungen der Flugzeuge zwischen Tower, Anflugkontrolle und Bezirkskontrollstellen. Hier werden Starts und Landungen gelenkt, geplant, koordiniert, gestaffelt. KLM 774, left on heading 280 to intercept. Blitzschnelles Denken und richtiges Entscheiden ist erforderlich. Ein Irrtum kann tödlich sein. Iberia 683 set course to Neckar, climb now to flight level 820. Der Dienst auf diesem Posten ist so anstrengend, dass die Lotsen durchschnittlich nach 4 Stunden abgelöst werden. In den Rush Hours, in denen auf dem Frankfurter Flughafen fast jede Minute ein Flugzeug startet oder landet, bereits nach 2 Stunden. Anonym und keinem Passagier bekannt, tragen die Fluglotsen neben den Kapitänen mit die Verantwortung für Menschen und Maschinen.
026, Transponder schalten auf A57 und Frankfurt rufen auf Frequenz 124,9. Roger, 124.9er. Good day. Good day to you, sir. Hiermit ist die Übergabe an die Bezirkskontrolle erfolgt. Die Abflugkontrolle Frankfurt hat uns eben angewiesen, unseren Transponder auf A57 einzustellen. Der Transponder ist dieser kleine Kasten hier. Es ist ein elektromagnetischer Sender, der auf dem Radarschirm des Abfluglotsen an unser Flugzeug, wenn es dort als Lichtpunkt erscheint, ein kleines Zeichen anhängt. Dieses Zeichen entspricht dem eingestellten Code A57 und hierdurch erkennt der Fluglotse bei der Vielzahl der Flugzeuge, die er auf seinem Schirm hat, sofort dasjenige, das er zu kontrollieren hat. Auf Anweisung des Abfluglotsen meldet sich LH026 bei der Bezirkskontrolle, die sie für den Weiterflug übernimmt. Frankfurt an Lufthansa 026, guten Tag. Guten Tag, Lufthansa 026. 026, steigen Sie weiter auf Flugfläche 220, Kurs Warburg. Melden Sie Passieren von Flugfläche 200. Roger, we're climbing up to flight level 220 on course to Warburg. Call you out of flight level 200. Voilà. Die Bezirkskontrolle Frankfurt hat uns angewiesen, das Funkfeuer Warburg auf geradem Kurs anzufliegen. Warburg steht in der Nähe von Kassel. Es ist kein optisches Feuer, wie sie teilweise in der Seefahrt verwendet werden, sondern ein Sender im Ultrakurzwellenbereich, den unser Empfänger anpeilt. Hier drehe ich die Frequenz von Warburg ein. Das Peilen erfolgt automatisch und wird von dieser Nadel angezeigt. Sie zeigt nach oben, das bedeutet bei allen Navigationsinstrumenten voraus. Das heißt, wir fliegen jetzt genau auf das Funkfeuer zu. Funkfeuer sind die Wegweiser der Luft. Sie stehen am Boden entlang den Luftstraßen und ermöglichen den Piloten, wetterunabhängig und blind, auf dem vorgeschriebenen Kurs von Wegweiser zu Wegweiser bis zum Zielflughafen zu fliegen. Von insgesamt 73 Funkfeuern in der Bundesrepublik markieren 8 die Strecke zwischen Frankfurt und Hamburg. Kaum ein Passagier kann sich vorstellen, wie viel hinter den Kulissen für seine Sicherheit getan wird, welch personeller und technischer Aufwand für einen Flug notwendig ist. Flugfläche 200, 6500 Meter Höhe ist erreicht. Erneute Meldung an die Bezirkskontrolle Frankfurt. Lufthansa 026 is passing flight level 200. Frankfurt verstanden, steigen Sie weiter auf Flugfläche 240. Roger. Roger, verstanden. Drei große Bezirkskontrollstellen, München, Hannover und hier Frankfurt, sind für den Streckenflug im unteren Luftraum der Bundesrepublik verantwortlich. East African 731 Radar Contact, report passing flight. Auch hier arbeiten die Lotsen in Schichten rund um die Uhr. Sie leiten die Verkehrsmaschinen mit Radar und Sprechfunk über die Luftstraßen von Meldepunkt zu Meldepunkt und sorgen für die vorgeschriebene Höhenstaffelung und die Einhaltung der Sicherheitsabstände zwischen den Flugzeugen. Scandinavian 631 Radar Roger, from present position direct to Metro and continue. Jede Maschine muss während des ganzen Fluges von einem Luftblock umgeben sein, in den kein anderes kontrolliertes Flugzeug eindringen darf. Meiner geht jetzt nach 60. Mit dem Moment, Break Delta India, Delta Alpha. Delta Delta Bravo is re-clear to flight level 100 to maintain. 100. In der technischen Überwachung werden sämtliche Gespräche zwischen Flugzeugen und Flugsicherungslotsen auf Band aufgenommen. Bei Komplikationen oder Unglücksfällen werden sie ausgewertet, um die Ursachen festzustellen. Nach internationaler Vorschrift müssen die Aufnahmen 30 Tage aufbewahrt werden. Frankfurt 026 hält Flugfläche 240. Frankfurt Radar verstanden. Rufen Sie Hannover auf Frequenz 125,35. Nach 15 Minuten Flug wird LH026 von der Bezirkskontrolle Hannover übernommen. Hannover,
026, guten Tag. Guten Tag, Lufthansa 026, Hannover. Lufthansa 026 is maintaining... 026 hält Flugfläche 240, Position 37 südlich Warburg. 37 Demi. Hannover verstanden, schalten Sie Transponder auf A61. Ich habe soeben von der Bezirkskontrolle Frankfurt die Lufthansa 026 übernommen. Ich werde die 026 weiterleiten bis nach Hamburg, wo sie von der Anflugkontrolle für den Endanflug und die Landung übernommen wird. Lufthansa 026 befindet sich im Moment 17 Seemeilen südlich des Funkfeuers Warburg. Dieser Doppelstrich hier ist die 026. Sie fliegt in einer Höhe von 24.000 Fuß entlang der Luftstraße Amber 9. Jeder Zwischenraum und jeder Strich entsprechen einer Entfernung von 5 Seemeilen. Die nächsten Meldepunkte für die 026 werden die Funkfeuer Warburg und Rodenberg sein. Bezirkskontrolle Hannover. Von hier werden die Luftstraßen im unteren Luftraum von der Grenze zur DDR bis nach Holland, vom Harz bis nach Dänemark kontrolliert. LH 026 fliegt nun auf der Luftstraße A9 von Funkfeuer zu Funkfeuer, bei deren Überfliegen sie sich jedes Mal vorschriftsmäßig meldet. Gleichzeitig muss der Co-Pilot Positionen und Überflugzeiten schriftlich festhalten. Guten Tag, meine Damen und Herren. Auf unserem Fluge von Frankfurt nach Hamburg begrüße ich Sie recht herzlich als Kapitän dieses Fluges. Wir befinden uns in einer Reiseflughöhe von 7.300 Meter und fliegen mit einer Geschwindigkeit von etwa 880 Kilometer in der Stunde. Wir werden etwa in 20 Minuten in Hamburg ankommen. Das Wetter dort ist gut, es ist wolkenklar und die Temperatur beträgt etwa 12 Grad Celsius. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Weiterflug. Wir befinden uns jetzt etwa 100 Kilometer vor Hamburg und wollen unsere Reiseflughöhe von 7.300 Meter verlassen. Herr Volkmar, rufen Sie bitte nach der Freigabe für den Sinkflug. Hannover 026 erbittet Freigabe für den Sinkflug. Lufthansa 026 Hannover. Verstanden. Freigegeben nach Winsen über Tostedt sinken Sie auf Flugfläche 60. Melden bei Verlassen von Flugfläche 240 und bei Passieren von 170. Roger, we are clear to Winsen via Tostedt. Leaving flight level 240 down to 60, call you out of flight level 170. Hannover, Radar, Roger. Der Lotse in Hannover überwacht die LH 026 bis 30 Kilometer vor Hamburg, wo sie sich bei der dortigen Anflugkontrolle melden muss. Hamburg, Lufthansa 026, guten Tag. Lufthansa 026. 026, fliegen Sie weiter, Steuerkurs 040. Sie werden mit Radar zum ILS der Landebahn 23 geführt. Information Papa. Roger, Lufthansa 026. We have information Papa. Heading 040 for radar vectoring for ILS runway 23. Lufthansa 026. LH 026 hat die Luftstraße A9 verlassen und befindet sich im Anflug auf Hamburg. Die Anflugkontrolle hat an den Tower übergeben. Von hier kommt die Erlaubnis zum Landen. Lufthansa 026. 026, frei zur Landung. Wind 140 Grad, 6 Knoten. Roger, Lufthansa 026 is clear to land. Lufthansa 026 frei zum Vorfeld. Lufthansa 026 ist clear to land. Tschüss. Wiederhören. 40 Minuten nach dem Start in Frankfurt, nach einem Flug im unteren Luftraum auf einer der Hauptluftstraßen Europas, ist LH 026 sicher gelandet.